Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Adventure. Im letzten Part sind wir zurück zu unseren Familien gegangen. Tai hat seinen Vater und seine Mutter getroffen, zusammen mit Hikari, hat sie auch nochmal gefragt wegen dem Vorfall vor 4 Jahren. Izzy musste sich währenddessen im Hafen von Tokio mit einem Raremon anlegen. Und wir wollen dann jetzt mal sehen, was die anderen so machen. Viele sind auf der Main Street. Joseph P. Oh, Matt in der TV-Station. Okay, dann fangen wir mal von oben an und machen hier einfach direkt weiter. Mal sehen, was die alle zu tun haben. Währenddessen bei Yamato. テレビ局で働いてるから忙しくて忘れっぽくなってるんだよ。家に帰っても飯食って寝て、すぐに会社に戻るみたいだし。ヤマト、ずっと気になってたんだけど、これか？家を出る前に親父の弁当を作ったんだよ。へえ、すごいね。お父さんきっと喜んでくれるよ。そうだといいけど。 So, dieses Mal sind wir Yamato und wir dürfen seinem Vater mal was bringen. Schauen wir mal, was die hier so alles sind. Es gibt da irgendwas, was mich stört über den Hikari Gaoka Terroristenangriff. Wenn es wirklich ein Terrorangriff wäre, dann würdest du denken, jemand würde ja, Verantwortung dafür ziehen. Also ja, dass halt sich irgendjemand dazu bekennt, dass er das war. Denn tatsächlich, das tun Terroristen. Wenn sie irgendwas hochjagen und sich dann nicht dafür bekennen, dann war es ja nicht wirklich sinnvoll. Aufgrund dadurch, dass in letzter Zeit das Wetter so extrem war, haben wir auch die Nummer von Wettervorhersagen erhöht. Das Kind des Vorhersagers beschwert sich, dass nicht oft genug Zeit. Achso, das Kind. Ah ja, okay, die haben ein Kind, was die Wettervorhersagen ansagt. Und er beschwert sich, dass er nicht genug Zeit Pausen kriegt. Also, dass er nicht genug Freizeit bekommt. So rum. Na. Ah, bist du die Ishida-Sans Sohn, wenn es so ist? Ja, zufällig, bist zufällig Ishidas Sohn. Hab ich mir schon gedacht, ich habe deinen Haarstil sofort wiedererkannt. Mein Haarstil? Ja. Yamato, du bist ein ziemlicher Punk. Nur mal so. Sind ihr zwei? Wer war es? Wer hat meinen Mitternachtssnack gegessen? Geben Sie auf, Sir. Es waren nur so irgendwelche Süßigkeiten, oder nicht? Nein, ich möchte nicht. Wenn wir über so etwas hinwegsehen, selbst wenn es klein ist, dann würde es zu Moral Hazard führen, okay. Du weißt die zerbrochenen Gläser-Theorie, bla bla bla. Ist in Ordnung. Okay, wir gehen jetzt mal zu seinem Vater. Interessant, dass wir jetzt hier einfach nur so in der echten Welt also rumrennen. Hallo, Gasimon, was macht ihr denn hier? Das sind Digimon selbst hier? Plopp, plötzlich ist es da. Nett. Diese bösen Gasimon, da klauen die doch uns einfach das Futter. So, ich glaube mal nicht, dass ich unbedingt digitieren muss, oder? Nee. Die sind schwach genug, dass ich die auch einfach so fertig machen kann.
Zumal ich ziemlich schnell bin. Na, der Schock natürlich. Aber ich bin trotzdem schnell genug, um zweimal hintereinander jetzt anzugreifen. Und das dürfte es gewesen sein. Perfekt. Ja, genau das ist der Grund, warum Gabumon mein schnellstes Digimon momentan ist. Genau für sowas. Leider ist das Essen durcheinander gekommen. Aber immerhin sind die Dokumente in Ordnung, die sein Vater ja braucht. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir hin? Und wo nicht? Was denkst du über all diese Monstervorfälle? Das ist viel zu, intricate, um irgendein Scherz zu sein, aber ich kann ja einfach nicht glauben, dass wirklich Kreaturen wie das wirklich existieren. Ich möchte wirklich eins von diesen Monstern fangen. Vielleicht können wir dann verstehen, was sie sind. Verstanden, Zunumon? Wir können sie absolut nicht wissen lassen, was ihr seid. Ich bin ein ausgestopftes Kuscheltier. Ich bin ein Kuscheltier. La la la. So, da haben wir nochmal eine Truhe. HP plus 3. Ja, wir kriegen jetzt lauter von diesen Dreiern. Was natürlich sehr gut ist. Das hier drüben wird dann wahrscheinlich auch noch eines sein. Nee, leider nicht. Schade. Manchmal mitten in der Nacht kannst du ein Muttering hören, also ein Grummen hören. Und irgendwelche Sutras von dem Newsbüro. Es gibt sogar Geister in dem neuen Gebäude. Okay. Mit der Geistergeschichte kommt aber erst im zweiten Teil der Geschichte. Wobei, Bakemon sind ja auch Geister, wenn die hier rumrennen. これだこれだ。ところでお前、ぬいぐるみなんか持ち歩いてるのか。ああ、これか。いや、タケルへのお土産だよ。そうか。タケルのやつは元気か。そうか。タケルのやつは元気か。 忙しくてなかなか会えないんだが。あ、元気だったよ。あ、それよかった。じゃ、仕事に戻るよ。親父。どうした？これ弁当作ったんだ。転んじゃってぐちゃぐちゃだけど。ありがとう。ちょうど腹が減ってたんだ。見た目は悪いけど大丈夫かな。お前の料理の腕前は俺が一番よく知ってるさ。そうか。 じゃあ俺帰るよ。ヤマト。ん？なんだい親父。いつも家事をやってもらって悪いな。今度の休みは俺も手伝うよ。ああ。期待しないで待ってるよ。今夜も泊まりだから、戸締まりには気をつけろよ。分かってるって。いや、ヤマト。 Ist so ziemlich die Hausfrau für seinen Vater. Was sehr interessant ist, der Punk, der kochen kann und alles drum und dran ist. Sehr, eigentlich schön. Ganz schön. Wobei ich sagen muss, dass es ganz schön locker gerade nehmen. Wenn man mal davon absieht, dass Myotismon hier die ganze Zeit durch die Kante rennt und das achte Kind sucht, dann gehen einfach alle mal zu Hause und bringen ihren Eltern was zu essen und bla und blub. Ich meine natürlich mal kurz den Eltern zu gehen und zu sagen, ja, hier, wir sind wieder da und so. Aber so rum ist es halt auch ein bisschen merkwürdig. Gut, gehen wir zu Sora. Ah, mit Taichi. サッカーの朝練行けなくなったの。それを伝えようと思って。何があったんだよ。この前は久々にサッカーできるって喜んでたのに。今朝ね、お母さんにお使い頼まれちゃって。やっぱりうちのお母さん、私がサッカーやるのが嫌なのね。ソラ。ごめんね、太一。そういうことだから。それじゃ。おい。
Selbst Fußball spielen gehen die wieder. Die nehmen das echt ganz schön locker, meiner Meinung nach, meine Güte. Oh, ein Vigimon. デジモンワールドでも見たことがないような可愛い子ちゃんがいっぱい。それがあんなところで人間に売られていくなんて。可愛い子ちゃんって。お花屋さんで売ってる花のことかしら。このデジモンが囚われの可愛い子ちゃんたちを救出して。デジモンさん素敵。とてもてもてだ。Oh Gott. 植物を大事にしろ、可愛い子ちゃんに自由を。あいつ、自分がモテたいだけじゃない。こんなことされたらお花屋さんは大迷惑よ。止めなきゃ。でもソラ、朝練に間に合わなくなっちゃう。今はそんなこと言ってる場合じゃない。行くわよ、ピコモン。全部聞かせてもらったわ。お花屋さんを襲うなんて私が許さない。 Genau, schlag uns zusammen, ist klar. Von wegen. Am Arsch, Vigimon. So, wir sind direkt natürlich bei Dramon, das sollte auch ganz gut passen. Mal schauen, wie viel aushält. Nichts. Er hält absolut nichts aus. Meine Güte. Ich habe jetzt gedacht, na okay, das wird vielleicht wenigstens ein bisschen was, aber das ist ja... Waren ja die Gasimon schon fast schlimmer. Naja, okay. Sora,変な縫いぐるみを着た子供が花屋の前で暴れてるって聞いて、あなたも巻き込まれたんじゃないかって心配したのよ。うん、私は平気よ。お使いを済ませた後だったし、たまたまとはいえ危なげに合わせてごめんね、ソラ。お母さん、でも全部あなたに華道の家元の仕事を少しでもしてほしかったからなの。 So, als nächstes Mimi dann dran. Schauen wir mal, was sie so zu tun hat. あなたと一緒にいて退屈したことなんて一度もないもの。本当かい？本当。私も楽しかった。パパやママと一緒に出かけるなんて本当に久しぶりなんだもん。ママに選んでもらってね、新しいワンピースも買ったし。あれ、私何かおかしなこと言った？何言ってるの？この前家族でレストランへ行ったばかりじゃない。忘れちゃったのかい？ Ja, die ganze Zeit in der Digi-Welt hat sich ganz schön das durcheinander gebracht. Mimi, hayaku shinaito okurechau yo. Dranomon.
So, neben mir allein gegen einen Tyrannomon, das ist bis jetzt der schwerste Gegner noch. Aber es sollte funktionieren. Pokémon hat ja leider nicht so die perfekten Digi-Pieces. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Aber es sollte funktionieren trotzdem. Air Breath. Ja, wir heilen uns dann immer noch so ein schönes Stückchen. Sind auch um einige schneller. Insofern wird der Kampf einfach nur ein bisschen Bestätigungsknopf gespamme. So, und jetzt sind wir sogar mal vor ihm. Können deswegen doppelt angreifen, werden doppelt geheilt. Schon sieht es schlechter aus für ihn. Jetzt war nochmal geschockt, sehr schön. So, jetzt sind wir noch ganz knapp hinter ihm. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich auch wieder doppelt angreifen können. Plopp. Plopp. So. Dino Kick. Das macht fast gar keinen Schaden. Da ist Slash-Nähe sogar besser. Sogar gebreakt nochmal. Wir sind also ganz gut dabei hier. So. Ah, ein Machtpunch. Das macht wahrscheinlich wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Ja. Und ich bin trotzdem fast genauso schnell. Inzwischen sind wir sogar wieder über die 2000. Und da haben wir den Kampf. Sehr gut. Nicht schlecht, Mimi. Sich alleine mit einem Tyrannomon anzulegen. Was? Wie kann ein Schwimmanzug kaputt gehen vom Rennen? Okay, dann würde ich sagen, die letzten beiden, Joe und Takeru, machen wir dann im nächsten Part und schauen uns dann an, was die beiden so machen. Also, bis dann!